Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu OpenExcom und unserer Mission gegen dieses furchtbare Terrorschiff hier. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass hier noch irgendwo mindestens ein Sektorpod rumläuft. Wir haben ihn hier drin gesehen, das war vor einer Runde. Und uns fehlen so richtig die Waffen, um ihm effizient gefährlich werden zu können. Oh. Shit. Shit. Ja, der kommt raus. Na, hier raus kommt. Der Weg ist nicht weit, das heißt, der hat dann eine Menge Zeiteinheiten über. Okay. Hilft nichts, müsst alle in Deckung. Richtung stellen. So, du bist in Deckung. Du auch. Du nicht. Hoffentlich reicht das. Dich dürfte hoffentlich nicht sehen. Okay, ihr seid weg. Okay. Wahrscheinlich kommt er jetzt nicht raus, aber wir müssen mit. Ja, kommt raus. Okay. Yep. Okay. Na dann. Granate 1. Schieß mal drauf. Zwar noch irgendwo hin. Da ist das Laserding. Vielleicht hol dir das mal. Bist du ehrlich gesagt festgenagelt? Okay, na dann. Wo ist die gelandet? Unklar. Schieß erstmal drauf, Granate wirfst du nächste Runde. Jetzt haben wir erstmal drei Granaten. Stört ihn einfach nicht. Thank you.
Warum ist nur eine Granate explodiert? Weil das Spiel clever ist und dabei alle anderen Granaten zerstört wurden. Ja. Okay, das ergibt einen gewissen Sinn. Gottes Willen! Na gut. Gott sei Dank. Und was? Es war der letzte. Okay. Okay. Trotz der Verschwendung der Granaten. 19, whatever. Okay, du ist doch am Ende, hat er doch noch auf einen von uns geschossen. Hast du. Hat offensichtlich nicht getroffen. Ich weiß nicht, wer es war, aber es ist keiner wounded. Okay. Wow. Oh Gott. Ja, das war schön. Was ist das hier für ein Mistding? Das ist, kann da bleiben. Ach so, wir kriegen ja jetzt hier auch noch eine weitere Basis da in Indien. Supply Ship. Ach, weißt du was? Weg mit dir. Komm, du weißt, wo er hin ist. Uppala, was war das? Achso, ich habe die Basis angewählt und bist du nur zur Basis geflogen. Blöder Pilot. Nein. So. Okay, schön. Es bleibt dabei. Mit Supply Ships haben wir einfach kein Glück. Machen wir es mal weiter. Sicherlich könnte man sich auch ein bisschen weniger dämlich anstellen, aber da wollen wir nicht so kleinlich sein hier. Gut. Alien Infiltration South America. Okay. So, und sieben Stunden noch, okay. Eieieiei. Achso. Da hast du recht, Spiel. Weg mit dem Interceptor. Und wo wir schon mal dabei sind. Firestorm, bitte.
Was manufacturet ihr gerade? Gar nichts. Dann okay, und als nächstes sollten wir dann mal. Obwohl, das lohnt nicht. Ich werde Heavy Laser erforschen. Das, wir werden noch häufiger gegen Sector Pods antreten müssen, befürchte ich. Ja, das hat keinen Sinn hier mit Laserrifeln. Die haben auch nicht. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Die machen im Endeffekt ungefähr ähnlich viel Schaden wie ein. Also ein bisschen mehr als ein Heavy Plasma. Gegen Sector Pods, was wir wirklich brauchen, sind Heavy Laser. Und die erforschen wir da einfach mal. Okay. India, richtig geraten. Also, groß und ganzen sind alle sehr zufrieden. Kriegen eine 500.000 mehr. India signed a secret pact with unknown alien forces. Naja, so unknown sind sie ja inzwischen nicht mehr, ne? And has withdrawn from the project. Ja gut, das hat uns 200 und 1000 gekostet. Das ist nicht so schlimm. Achso, die passen nicht rein, okay. Oh, Sonic Skill Improvement. Sonic Strength plus 0, das ist aber nicht schön. Sollte das hier nicht auch hochgehen? Okay. Ah, und dann können wir auch hier. Hier hatten wir noch neue. Nein. Nein. Okay, nehmen wir euch erstmal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das würde sogar passen. Da können wir euch sogar in ein Psi-Lab stecken. Dann bauen wir hier auch einfach nochmal eins. Wenn wir die Zeit dafür haben, das haben wir im Moment nicht. Wie lange dauert das, Psi-Lab? 24 Tage. Geld haben wir eigentlich. Dann bauen wir hier auch noch sicherheitshalber ein Mindshield. Ja. Okay, hier haben wir eins. Hier brauchen wir keins. Also hoffentlich. ihr schraubt weiter an dem Ding rum. Alien Terror, North America. Muton! Guck an, euch hatten wir noch gar nicht. Äh.
Ach, Eis, nee. Warten wir mal, bis wir ein Mutant-Schiff ein bisschen besser in Position finden. dieses Terror-Schiff, das hat mich genug gestresst. Also brauchen wir im Moment keine Ressourcen unbedingt. Plasma-Beam brauchen wir. Zwei Stück. Alien Retaliation Floater, ihr seid immer noch aktiv. Das ist putzig. Gut, was sagt unser Research? Okay, dauert noch. Okay, sehr gut. Also, dann brauchen wir hier jetzt Base Information. Wir haben 12 Engineers, wir brauchen 68, 56. Okay. Plasma ist complete. Sehr schön. Alien Base, Muton. North Africa. Ja, ihr wollt hier doch sicherlich eine bauen, ne? Ich dachte, das hättet ihr schon. Können wir mal einen Skyranger zum Scouten hinschicken. Ich glaube, da müsste, also wenn ein Land einen Pakt schließt, erscheint sofort eine Basis. Aber mal gucken. Vielleicht müssen sie erst noch bauen. Kommen nicht langsam mal die... Sieht nicht so aus. Okay. Oh, das ist eine Snakeman-Basis. ja, komm, baller's ab. Okay. So, sind jetzt mal endlich unsere Dinger da? Unsere Leute? Nee, ne? Sind noch nicht da. Jetzt sind sie da. Okay. Retaliation Floater North America. Welche Richtung fliegst du? So, okay. Okay, ist direkt an dir vorbeigeflogen, das habe ich schon befürchtet. Hm?
Oh, gut. Okay. Wie viel haben wir eigentlich verloren? Ja, 260.000. Gut. Wenn wir dann die Firestorms haben, kann es weitergehen. Einen Tag noch, bis das fertig ist. Wie viel? Okay. Ja, das reicht erstmal. Okay. So, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir, Moment. Also, erstmal rüsten wir dich aus. Plasma Beam. Dann. Sonst noch was wir verkaufen können eigentlich? Gut. Dann schicken wir den dahin, Firestorm 2. Damit in jeder Basis zumindest erstmal einer ist. Wie lange braucht ihr noch? Sechzehn Tage. Okay. Ja. Dauert ein bisschen. Alien Infiltration North America. Nein, 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 nein. Sehr gut. Okay, 85 plus die Hälfte, 100, 40, 42, 87, 127. Ja, okay, damit man dann mindestens 120% würfeln beim Schadenswurf, können wir Sektorpods killen. Und noch weniger als 50% Chance, aber immerhin. Sehr gut. Laser Cannon, nee, brauche ich jetzt nicht. Okay. Okay, für beide Teams, für beide Psi-Eingreif, also für beide Ethereal-Eingreiftruppen, haben wir dann eine volle Ladung Laser. Okay. Gut, ja, da würde ich sagen, schauen wir nochmal, ob irgendwas passiert. Alien Base Arctic! What? Das ist aber zumindest interessant. Arktik. Okay, da schicken wir alleine mal einen Skyranger hin.
Muss ja außerhalb der Reichweite sein, also da wahrscheinlich. Ah, sehr schön. Fighter Transporter, der Lightning. Einem Original total verbuggtes Gefährt, aber gut. Transporter in Combat Craft. A crude but effective replication of alien propulsion systems. Ja, sieht so ein bisschen aus, als hätte man eine Feuerwerksrakete um auf dieses Achteck geklebt, aber gut. Ja, wir können damit, hat ein Weapon Pod und wir können damit Leute transportieren. Wir wollen aber üblicherweise überspringen wir den, weil wir das Ultimate Craft haben wollen. Und zwar ganz schnell. Wo ist es denn? Craft Shield. Ultimate Craft. Nope. Okay, also entweder ist da keine, weil sie sind mit Bauen noch nicht fertig geworden, oder wir finden sie einfach nicht. Das sieht nicht so aus, als sei da was. Hier kann eigentlich auch keine sein, da haben wir ja alles im Blick. Haben wir tatsächlich verhindert, dass sie eine Basis bauen? Ich meine, das wäre zum Brüllen. Angesichts der Tatsache, wie bescheiden ich mich bei der anderen anstelle. Floater Energy. Okay. Ja, Firestorm hat so wenig Fuel, da müssen wir üblicherweise bringt es nichts da, nach den Aliens zu suchen, wenn man sie einmal verloren hat. Das ist besser zurückzufliegen und zu warten. An dem Ort zu warten, wo wir glauben, dass sie hinfliegen. Weil ich weiß nicht, ob die Reichweite ist nicht. Ich glaube, die Reichweite ist sogar geringer als die von Interceptor. Ich bin mir im Moment nicht sicher, aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr klein. Okay, du findest da nichts. Alien Retaliation Europe. Okay. Ja, du kannst mal wieder zurück. Bauen wir noch an den Heavy Lasern. Hier bauen wir gar nichts, weil wir hier nicht bauen können. Hier bauen wir noch am Firestorm. Und hier, okay. Ja, gut, okay. Ja, da würde ich sagen, nach diesem für mich zumindest nervenaufreibenden Terrorschiff vor einer Weile. Es ist ja inzwischen schon wieder einen Monat her fast, aber ja, drei Länder verloren, das ist eigentlich noch. Der Schnitt ist eigentlich ganz okay. Die richtig gut bezahlenden sind auch dabei. Ja. Dann wären wir beim nächsten Mal. Jetzt haben wir Blasterbombs. Dann werden wir definitiv beim nächsten Mal diese Basis angehen. Deswegen rüste ich unser Schiff schon mal aus. Achso, kann ich nicht. Gut. So. Dann rüste ich unser Schiff schon mal aus. Du bleibst hier, du bleibst hier, du bleibst hier. Nee, du kommst mit. Okay. Du hattest ein. Achso. Du hattest ein Flying Suit und du hattest ein Power Suit. Heavy Laser braucht, das brauchen wir nicht. Das ist eine Flotterbasis, wenn ich mich recht entsinne. Ist schon so lange her.
Sagst du uns nicht mal. Ich glaube, es war aber eine Flotterbasis. Oder? Nee, Sektor 2 war die... Weiß gar nicht mehr. Ja, Sektor 2 war die erste, glaube ich. Okay, ja, also dann beim nächsten Mal gleich als erstes geht's an die Basis. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr OpenXCOM. Bis dahin. Tschüss.